Moin ihr Lieben, und ich präsentiere euch heute ein wunderbares Spiel. Ich habe nämlich ein Classic Game entdeckt, das heißt Day of the Tentacle, kam aus 1993 und wurde 20 Jahre später, nämlich im Jahr 2013, nochmal neu aufgelegt, also remastered. Und ich habe gerade vorhin zufällig diese Remastered Edition entdeckt und habe die mir mal eben schnell installiert. Und lass uns doch mal gemeinsam in dieses alte Spiel reinschauen. Ich bin total begeistert. Ich habe es gerade einfach nur geöffnet, ich habe noch nichts weiter gemacht. Und wir schauen einfach mal direkt, was es hier alles gibt. Also allein die Grafik ist halt schon ultra geil. Diese super geilen Lautsprecher, diese schiefen Türen, die Plakate hier. Der PC mit dem Röhrenmonitor und der alten dicken Floppy-Disk hier. Tastatur liegt da auf dem Boden, Pizzaschachtel. Sieht aus wie bei mir zu Hause. Ist richtig nice. Ja, der Zeitstrudel. LucasArts Games. Die haben auch damals Indiana Jones, Fate of Atlantis. Super geiles Spiel gewesen. Ich war übrigens 10 Jahre, als das Spiel gerade rauskam, 1993. Da habe ich oft mit meinem großen Bruder zusammengezockt. Wunderschöne Folge. Und da ist es, die Chemie, die in den Bach gepumpt wird. Jawoll. Oh, ich habe dieses Spiel so geliebt. Day of the Tentacle. Kommen Sie, die Tentakel. Da sind sie. Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... die Welt erobern oder die Weltherrschaft an mich reißen. Als könnte ich. Die Welt erobern! Tentakel! Wir müssen jetzt den Tentakel davon abhalten, die Welt zu erobern. Wir sind nämlich diese drei Charakteren. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Das Coole ist, wir spielen alle drei Charaktere. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Nein, er muss zurück zum Tollhaus. Diese Dramatik. Okay, wir schwärmen aus. Also, Lever, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Adventure-Game. Ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Okay, ja, verstehe ich. Alles gut. Genau, klassisches Click-Adventure. Das heißt, wir können jetzt mit allen möglichen Gegenständen interagieren. Chuck die Pflanze, kann ich jetzt anklicken. Und wenn ich rechte Taste drauf drücke, dann habe ich hier das Menü. Ich schaue die Pflanze an, ziehe an der Pflanze, drücke die Pflanze, nimm die Pflanze oder halt wieder hier rausgehen aus dem Ding. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, drück die Pflanze. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Ein gartenbaulicher Albtraum. Okay. Was haben wir denn hier? Da ist ein Kaugummi. Benutze Kaugummi mit Groschen drin. Ja, aber. Es klebt am Boden fest. Es klebt am Boden fest. Ziehen. Es klebt am Boden fest. Okay, müssen wir wohl irgendwie. Schließe Kaugummi, öffne Kaugummi? Öffne Kaugummi. Das ist ohne Papier. Okay, scheinbar können wir das so nicht nehmen. Warte mal, was ist denn da? Da liegt eine Münze hier im Schacht. Ich kann mich echt
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Rätsel waren. Das ist so lange her. Das ist so lange her. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Nimm Groschen. Ah. Benutze Telefon. Außer Betrieb. Öffne Pendeluhr, schließe Pendeluhr, schau Pendeluhr. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Öffne. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Oh ja. Nein. Okay, der hat sich den Kopf gestoßen, ist verschwunden. Jetzt. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Grüppeltentakel hat auch Hände bekommen. Seht ihr das? Er hat richtig Arme bekommen, Warte. Was Grüntentakel nicht hat. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Oh, verrücktes, mutiertes Tentakel macht doch eigentlich Verdammter gar nichts. Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Wir müssen es gestern machen. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder. Abgefahren, Zeitmaschinen immer Doc, was mit Autos zu kannst tun. Kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Gute Reise. So weit, so gut. Diese Grafik ist einfach so göttlich. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Zeitreisen. Auf diese wir Weise werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Natürlich, Dr. Fred sieht es total seriös aus. Ich kann es nicht glauben. Hat ja auch hier so einen Doktorspiegel auf der Stirn. Ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Imitierter Diamant? Oh. Ich glaube, ist jetzt nur eine Vermutung, ein imitierter Diamant reicht auch nicht. Ich finde, der Hoagie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit mir, oder? Hier, guck. Also ich finde, der hat was. Wir haben was gemeinsam. So rein optisch und vom Style. Ich weiß wieder. Einer von uns ist wieder in der Gegenwart, nämlich er. Ich hätte doch einer nicht ist in der Zukunft und einer in der Vergangenheit gelandet. Sollen. Und wir müssen was wieder interagieren und passiert? Zwischen Zukunft, wusste, Gegenwart und Vergangenheit, ich hätte einen um das Ganze hinzubekommen. Diamanten kaufen sollen. So war das. So leben war Sie das. Noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe.
Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und? Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Ja, und an dieser Stelle habe ich natürlich die Audiospur versemmelt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ab dieser Stelle gab es keine Audiospur mehr und deswegen nicht mehr lippensynchron. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Und schreibt mir mal was in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Viel Spaß bei den nächsten Folgen Day of the Tentacle oder kommt in den Livestream oder einem meiner anderen Filme. Und bis dann, euer Rouge83. Macht's gut.